Mein Name ist Karl Pfeiffer, ich bin der Küster dieser Kirche, arbeite ganz eng mit den Pastoren zusammen und mache Führung hier in der Kirche, auch besonders hier in der Gruft. Die Herzöge hatten eine besondere Verbindung zu den Menschen in Celle. Und die Kirche war natürlich ein ganz besonderer Ort. Und dieser Ort wurde natürlich dann auch für die Begräbnisstätte gebraucht, innen wie außen. Und so ließ Wilhelm der Jüngere hier in der Stadtkirche die Gruft anlegen für seine Familie, das heißt für seine Frau und seine Kinder. Und das waren 15. Besondere Persönlichkeiten hier in der Gruft der Stadtkirche ist für mich natürlich der letzte Herzog von Celle, der Georg Wilhelm. Und Georg Wilhelm liegt hinter mir in einem vergoldeten Sarg. Georg Wilhelm ist derjenige, der die Stadtkirche und das Zeller Schloss in den italienischen Hochbarock verziert hat. Nicht nur der letzte Herzog ist hier unten sehr wichtig, sondern es fängt an mit Wilhelm dem Jüngeren und seiner Familie. Und dann kommt auch noch die Prinzessin von Ahlden dazu, die Sophie Dorothee, die neben mir liegt. Und natürlich ein ganz, ganz besonderer Sarg, das ist der Sarg der dänischen Königin Caroline Mathilde. Viele Dänen kommen sehr oft hierher, um ihre Königin zu besuchen. Und das Besondere an der dänischen Königin ist, sie hat ja eine besondere Geschichte. Sie war unglücklich verheiratet, hat sich in den Leibarzt verliebt, Herrn Struensee, und beide wurden sozusagen erwischt und Herr Struensee wurde auf grausame Art in Kopenhagen umgebracht und sie wurde hier nach Celle verbannt. Im Zeller Schloss, da lebte keiner mehr. Nach dem Sterben vom letzten Herzog von Celle, von Georg Wilhelm, ist das Welfenhaus nach Hannover gegangen. Und im Zeller Schloss war nichts mehr. Und dann kam sie hier in Verbannung. Celle freute sich, das Schloss wurde umgestaltet für sie. Und ja, gestorben, hier in der Gruft beigesetzt. Und sie liegt hier in einem wunderschönen Mahagonisarg. Hier in der Gruft stehen auch drei Kindersärge. Diese Kindersärge hatte man in Lüneburg bei Ausgrabungsarbeiten gefunden. So wurde mir erzählt, als ich als Küster auch hier anfing. Und sie sollen zu Wilhelm dem Jüngeren gehören, weil die Verzierungen in dem Sarg zu Wilhelm dem Jüngeren passen. Man muss immer dazu sagen, dass die Särge keine Inschriften haben, keine Namenszüge, sondern nur Symboliken. Es gibt Grabkarten, wo man genau nachschauen kann, wer wo in welchem Sarg liegt. Die Särge wurden sehr schön verziert, wenn man genau hinsieht. Mit kleinen Beiteln wurden Kreuz Christi und biblische Sprüche in die Särge eingelassen. Später kamen die Symboliken auf den Sarg, Christus auf den Sarg gelegt, Wappen drumherum, Engel, die alles rahmten. Und natürlich auch wunderschöne Verzierungen, die vergoldet wurden, aber auch ganz schlicht und einfach waren. Wie kann man diese Gruft besichtigen? Zweimal in der Woche ist sie für eine Stunde geöffnet. Und das machen wir meistens Mittwoch und Donnerstag um 16 Uhr. Und bei besonderen Führungen, die wir als Kirche hier in der Kirche machen, kann man diese Gruft natürlich auch mit besichtigen.